Pressekonferenz in der dritten Liga in der Spielzeit 2011-2012. Ich darf Sie recht herzlich dazu begrüßen. Die Pressekonferenz wird wie immer präsentiert von Radio Fernseh Hamminingen. Mein besonderer Gruß natürlich den beiden Trainern vom SV Babelsberg 03, Dietmar Dietmuth, und zu meiner Rechten natürlich wie immer Markus Weinzierl. Ja, eine Eröffnungspartie mit einem Unentschieden. Ich glaube, für Babelsberg etwas glücklich, für Jan etwas traurig. Ich hoffe nicht, dass das der Anfang der letzten Saison wieder ist, wo wir zu Hause leider auch fast nicht mehr gewonnen haben. Aber Erfolg lässt sich manchmal nicht erzwingen. Ja, wollen wir die beiden Trainer interviewen. Zunächst Dietmar Dietmuth aus Babelsberg. Ja, schönen guten Tag. Aus Respekt, aber ich möchte dir dann doch widersprechen. Glücklich weiß ich nicht. Klar, wenn man die letzten 10 Minuten sieht, aber ein Spiel dauert 90 Minuten. Wir hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Das war ein typisches Eröffnungsspiel. Da hat man gesehen, es passte noch nicht die Abstimmung, die Zustimmung. Da war es noch nicht so flüssig. Das hat gehakt. Wir haben viele Fehlpässe gemacht. Wir waren nervös. Da hatte Regensburg Übergewicht. Dann haben wir uns ins Spiel reingespielt, reingekämpft und hatten nach dem Tor noch Riesenchancen. Und ich glaube, wenn wir da in der Phase kurz vor der Halbzeit das 2-0 machen, vielleicht sogar das 3-0, ich will nicht überheblich sein, aber das 2-0 machen müssen, dann geht dieses Spiel wahrscheinlich anders aus. Zweite Halbzeit, klar, Regensburg Druck gemacht und man kann nicht immer solche hohen Bälle verteidigen, irgendeiner rutscht durch und so ist auch passiert. Und wie solche Spiele sind zum Schluss, und da gebe ich Ihnen dann recht, haben wir Glück gehabt, dass wir das Spiel nicht noch verlieren, der Pfostenschuss in der reingeht, gucken wir uns blöde an. Wir haben keine Entlastung mehr geschafft, zweite Halbzeit. Von daher, wenn ich beide Halbzeiten zusammenziehe, wie das Spiel, glaube ich, von dem Ergebnis in Ordnung. Danke. Ja, vielen Dank. Dann wollen wir gleich den Markus fragen. Ja, wir müssen. Bitte ist da. Hallo. Geht schon, ja. Ja, wir müssen mit dem Punkt leben. Wir haben eigentlich die ersten 20 Minuten nicht schlecht gespielt, haben zwei, drei Torschüsse uns erarbeitet, waren eigentlich ordentlich im Spiel drin und haben dann einen Konter bekommen, wo der Strohing rechts durchgeht und eine schöne Flanke schlägt und dann trifft er den super in das lange Eck und dann sind wir 1-0 zurück. Das ist ein Gegentor, wo wir nicht kriegen dürfen. Das waren zwei, drei, vier Kleinigkeiten, wo sich summiert haben und Kleinigkeiten ergeben dann Tore, so war es dann. Und dann haben wir gesehen, dass wir den Faden verloren haben. Bis zur Halbzeit muss man der jungen Mannschaft auch mal vielleicht zugestehen, sie haben immer gut gespielt, haben immer das Falsche oder häufig das Falsche gemacht. Aber wir haben es dann in der Halbzeit besprochen und die zweite Halbzeit war besser. Wir waren klar dominant und vorher vielleicht, habe ich vergessen, die Torschancen 2-0, ja, das stimmt. Wenn es 2-0 fällt, dann ist es ganz, ganz schwer für uns. Aber der Michi Hoffmann hält es super und so war es dann, dass wir in der zweiten Halbzeit besser waren und klar dominant waren und eben auch uns so Chancen erarbeitet haben und folgerichtig dann mit einer Standardsituation das Ausgleichstor erzielen. Und dann hätte ich mir einfach gewünscht, wir haben weiterhin auf Sieg gespielt oder wollten auf Sieg spielen, dass wir einfach mal das notwendige Glück dann auch haben und vielleicht müssen wir das noch mehr erzwingen, aber wir haben nur 200-300%ige Chancen zum Schluss und der Ball will einfach nicht ins Tor. Eine hält der Keeper super, wo Schweinsteiger köpft, vielleicht wenn er ein bisschen mehr ins lange Eck köpft, dann kriegt er den immer von der Linie. Aber gut, das sind die sogenannten Kleinigkeiten, an denen werden wir feilen, an denen werden wir arbeiten, dass wir sie defensiv abstellen und dass wir uns in den Kleinigkeiten offensiv verbessern und dann werden wir mit Sicherheit auch wieder Spiele gewinnen. Danke. Ja, danke Markus. Dann kommen wir zu den Medienvertretern. Ja. Oder wer dem hat? Ihr habt nach dem Spiel einen Kreis gebildet. Was haben Sie Ihrer Mannschaft gesagt, dass Sie zufrieden sind mit der Leistung? Ich habe gesagt, jetzt müssen wir uns beeilen, wir müssen noch 7 Stunden nach Hause fahren. Nein, ist klar, eine kurze Ansprache. Ich möchte eigentlich alle hier auf dem Feld haben, wenn da einige Frustrierte rumlaufen und dann sofort in die Kabine laufen, weil sie nicht gespielt haben oder ausgewechselt worden sind. Das möchte ich, da möchte ich entgegengehen. Von daher nach außen in der Kombination, dass wir ja, ein Team sind. Danke. Würden Sie mit mir einigen, Herr Dietmuth, dass der Unger euch den Punkt festgehalten hat? Am Ende zumindest?
Er hat gut gehalten, aber das ist auch seine Aufgabe, das ist sein Job. Ich meine, die anderen, die vor ihm waren, haben auch ihre Arbeit gut abgeliefert. Also von daher sind wir ein Team und das ist, wie gesagt, seine Aufgabe, den Kasten sauber zu halten. Einmal muss dahinter greifen. Dankeschön. Markus, auffällig war, dass der Demir von Hassas nicht gespielt hat, war seine Verletzung dann nicht hundertprozentig verheilt. Ja, er hat 14 Tage nicht trainiert, hat die wichtigen Testspiele gegen Ingolstadt oder wie das Anheim oder auch Ajax Amsterdam nicht mitmachen können und ist am Montag, Dienstag erst ins Training eingestiegen und ich habe einfach auch gemerkt, dass er noch nicht bei 100% ist, dass er noch nicht spritzig genug ist und die anderen haben das volle Programm durchgezogen und haben einfach den Vorsprung momentan oder vor dem Spiel gehabt. Was aufgefallen ist, den Laurita haben wir mehr oder minder immer zu Spieleröffnern von hinten gezogen. War das so geplant oder hat das dazu gegeben? Weil der hat sich da schwer getan. Ja, es ist so, wenn der Gegner dann tief steht, dann sind die Innenverteidiger und eben auch die Außenverteidiger im Spielaufbau gefordert und es war einfach aber so, dass der Ronny Philipp immer sehr offensiv stand und dadurch er die Anspielmöglichkeit nicht hatte. Deswegen hat er immer vorne in die Spitze gespielt und das hat er dann relativ schlampig und ungenau gemacht. Und von daher war das genau die Phase, die 20 Minuten vor der Halbzeit, wo wir dann zu einfache Ballverluste hatten. Und das stimmt, das haben wir nicht gut gemacht. Ja, wenn du Urteil abgibst über die drei Neuen, Philipp zum Beispiel, hat deine Erwartungen erfüllt? Hat die Erwartungen erfüllt, ja, ist ein schnelles Spieler, das haben wir gesehen, dass er defensiv robust ist, zweikampfstark ist und das hat gepasst bei ihm, ja. Der Kim-Patrick Müller? Hat gut angefangen, ich habe ihn dann raus, weil er die gelbe Karte bekommen hat und ich einfach auch Team erbringen wollte, stand ich vor der Wahl, wenn durchaus Alibas oder Müller und deswegen musste er raus und bei Thomas Kurz war es so, dass ich mir gewünscht hätte, er hat das notwendige Glück, dann wäre es ein richtiger top-richtiger Transfer zum richtigen Zeitpunkt gewesen. So trifft er noch den Pfosten, aber ja, ich war mit ihm nicht unzufrieden. Okay. Herzlichen Dank. Ja. Weitere Fragen von der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich die Endergebnisse des ersten Spieltags. Gestern Heidenheim-Offenbach 2:1. Heute die Partien Arminia Bielefeld gegen Stuttgart 1:2. Sandhausen Aal 2:0, Saarbrücken Chemnitz 1:1, Erfurt Jena 3:0, Wiesbaden Werder Bremen 2:1, Darmstadt Osnabrück 0:1, Münster Unterhaching Darmstadt Osnabrück 0:1, Münster Unterhaching 1:1 und Wackerburghausen schlägt Vorhausen mit 3:2. Ja, ansonsten war es das, unsere erste Pressekonferenz. Ich darf unseren Gästen eine gute Heimreise wünschen, viel Erfolg für die nächste Runde. Dir, Markus, natürlich ein glückliches Händchen für nächsten Freitag, wenn es gegen Mönchengladbach geht und dann sehen wir uns ja wieder. Bis dahin noch einen schönen Samstagnachmittag. Danke. Gleichfalls.